Außerdem scheint der Karren erst kürzlich durch diesen engen Pass gezogen worden zu sein. Einverstanden. Ja. Da war ein Ork, der hat sich in die Höhle zurückgezogen. Die hölzernen Karawanwagen liegen leer und verlassen im Schnee. Das heißt, die Orks haben sie geplündert, haben sie hier reingekarrt. Also haben sie erst hier reingekarrt und geplündert und dann in die Höhle gezogen. Und hallo. Nehmt keine Gefangenen! Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ja, okay. Der eine Ork wurde gerade... Ich bin kein Problem. ...in Einzelteile zerlegt. Durch einen Crit. Wahrscheinlich von Haargrip. Ja, kritischer Treffer Haargrip. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. 16 Damage, das überlebt kein Ork. Kann ich helfen? Was ist los? Wie kann ich helfen? Brauchst du mich? Stirb, ne? Brauchst du mich? Nee, keine Gefangene! Stirb, ne? Spür meine steinerne Klinge! Dein Befehl? So, den Ork hat's auch umgeboxt. Wie viel Platz hast immer du noch? Bereit. Ja, weiter. Nicht mehr so viel, das heißt, ab jetzt sagst du mal ein. Sag, was du sofort. Wie kann ich weiter? So, und ab jetzt sollten wir vorsichtiger sein. Ich höre. Und erst einmal Kundschafter. Mit Vergnügen. So, im Schatten verstecken ist gelungen. Dein Befehl? Einverstanden. Was? In Ordnung. Okay, hier ist ein Elite-Kämpfer. Und Bogenschützen. Werde Zeugen wahrer Macht. Ja. Kritischer Treffer. Was ist los? Der Ork war sofort Wenn tot. Wenn es dein Wunsch ist. Wahrscheinlich, weil das auch noch ein hinterhältiger Angriff war. Konnte der Ork nicht mal reagieren. Konnten die anderen wahrscheinlich auch nicht reagieren. Sie hat es aber gerade mit dem Schattenverstecken Probleme. So, dem Schattenverstecken ist gelungen. Dann versuchen wir doch mal einen zu erschießen. Okay. Ja? Mit Vergnügen. So, dankeschön. Sag was sofort. Wie kann ich sofort? Ich höre. Wenn es sein muss. Also ja, versuchen wir es nochmal mit dem Schatten verstecken. Die Höhle ist nicht groß, aber sie hat ein bisschen. Und wir können uns immer noch nicht im Schatten verstecken. Also ja, wie gesagt, ich möchte ihr... Genau. Türen öffnen. Nein, wo sind denn ihre... Genau hier. Schlösser öffnen, Fallen finden, leise bewegen und im Schatten verstecken. Das sind so die vier, die ich eigentlich bei ihr machen möchte.
Also sie kriegt ja bei dem Level Up 20 Punkte. Karl Malek Markavenka. Dein Befehl? Mögen die Götter mich schützen! Oh, der da. Wie kann ich am besten müssen wir als Diensten erstes sein? Ausschalten. Nicht keine Gefangenen! Ja? Was? Nicht keine Gefangenen! Was ist los? Mit Vergnügen. Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist verwirkt! Stirb! Okay, ich brauche demnächst auch mal eine Heilung. Wie kann ich helfen? Weiter? Wie lautet er sofort? Mal ganz jetzt du mal plündern. Die Pfeile, die lassen wir liegen. Und ja, jetzt am Anfang nehme ich alles mit, was geht. Einfach um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Pomab selber hat natürlich nichts, was uns hilfreich ist. Dein Biff weiter! Aber alles, was wir so finden können. Ist etwas nicht in Ordnung? Können wir erstmal einsacken. Vita Mortis. Ja, weiter! So wie Edelsteinchen. Schriftrolle bist du. Edelsteinchen bist du. Pfeile können wir liegen lassen. Sie könnte auch noch was tragen. Dann. Sag, was du vorwärts! So, woran dann hast du gedacht? Gehen wir mal weiter erkunden. Diese hölzernen Vorratskisten wurden sicher von dem Wagen draußen abgeladen. Sie sehen intakt aus und sind verschlossen. Okay. Wie kann ich helfen? Einverstanden! Ich höre. Ist das alles? Schattenverstecken fehlgeschlagen. Ja, was machen so die Erfahrungspunkte? Sie hat bald ein Level up. Bei ihm wird es halt am längsten dauern. Bei ihnen beiden am zweitlängsten, weil sie die meisten Erfahrungspunkte pro Level-Up brauchen. Na gut. Stirb, Narr. Dein Befehl? Euer Mögen Ende die Götter ist mich schützen! Einverstanden! Was? Soll es geschehen. Wieder im Schatten verstecken fehlgeschlagen. Also ja, im Schatten verstecken und leise bewegen, das bräuchte sie als nächstes dringend. Ich glaube, das im Schatten verstecken erhöht die Chance, dass sie sich im Schatten verstecken kann. Und das leise Bewegen. Sorgt halt, ist halt der Rettungswurf jede Runde. Genau.
ob sie im Schatten bleibt oder nicht. Ja? Einverstanden. Okay, der Ork hat uns gesehen. Ich mir meinen Bart in deinem Blut! So, hier ist auf jeden Fall ein Schamane. Gut, den konnten wir unterbrechen. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ja, wird erledigt. So, dann können wir das auch mal einsammeln, was die gebraucht haben. Sag, was du von mir willst. Mal wieder. Einverstanden. Quicksave machen. Was ist los? Ich tu's. Gut, jetzt muss sie sich mal wieder in den Schatten irgendwie verstecken. Wäre ganz praktisch. Also ich weiß, die Höhle da unten, die mache ich als letztes. Vor allem raste ich vorher mal. Naja, komm schon. Versteck dich mal wieder in den Schatten. Hallo. Ernsthaft? Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ja, am Anfang ist das sehr schlecht. Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. Wir wissen, wie viele Gegner in der Höhle sind. Nur 3 Nahkampf, Orks, okay. Dein Befehl, sofort! Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ja? Stirb, Narr! So. Bereit zu neuen Tagen, sofort! Kann ich helfen? Sehr gut. Ein Riemen. Den kannst du mal identifizieren. Gürtel der Seligsprechung. Die Priester von Helm in Berdox erschufen diesen Gürtel und vergaben ihn an den Krieger Tom Wainwright. Tom leistete eine Reihe von großen Diensten für die Kirche, wie zum Beispiel die Zerstörung des blinden Auges und dessen Kults, den erblindeten Akolyten, der ihm folgte. Tom trug den Gürtel voller Stolz, bis er in tiefes Misstrauen in seinen späteren Jahren verfiel. Zu seinem tiefsten Bedauern versteigerte er den Gürtel an einen sehr bekannten Priester von Musk. Kann nicht verwendet werden von Magietöter, weil die keine magischen Sachen benutzen können. Wäre aber praktisch, wenn du den mal trägst, so hast du dauerhaft Segen. Und ja, wenn wir mal kurz gucken. Segen macht alle Rettungswürfe plus 1. Plus 1 auf alle Angriffswürfe. Mhm. Da sind übrigens alle Zauber. Bei ihm kann man keine Zauber eben, wie gesagt, vorbereiten, weil er hat einfach verfügbare Zauber pro Stufe halt. Sag, was es soll geschehen. So. Ich höre. Safe. Wenn es sein muss.
Wieder im Schattenverstecken fehlgeschlagen. Also ja, das meiste haben wir bereits erkundet, nur noch die untere Ecke fehlt. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Was?